Covid-19 breitet sich unaufhaltsam aus. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten zu dem Thema. Schulen schließen, Veranstaltungen werden abgesagt, Regale werden leer gekauft. Aber ist die Lage wirklich so ernst? Schließlich ist die Krankheit für die meisten Menschen doch recht ungefährlich. Ist das alles nur Medienpanik? Reagieren Deutschland und der Rest Europas einfach über? Tatsächlich müssen wir jetzt handeln, sonst könnte der Coronavirus unser Gesundheitssystem kritisch überlasten. Und wenn das passiert, werden Menschen, die einfach nicht mehr versorgt werden können, sterben. Wir brauchen keine Panik und keine Hysterie. Aber wir brauchen soziale Distanz. Ab jetzt. Möglichst viele Menschen sollten ab jetzt zu Hause bleiben. Das ist keine Überreaktion, denn die Zahlen sprechen ein deutliches Bild. Dieses Video basiert auf einer großartigen, schockierenden Datenauswertung von Thomas Pueo. Links zum Original und zu einer deutschen Übersetzung sind in der Beschreibung. Während China das Coronavirus unter Kontrolle gebracht hat, ist es leider nach außen gedrungen. Jetzt hat es sich zu einer Pandemie entwickelt. Vor allem in drei Ländern hat sich das Virus rasend schnell ausgebreitet. In Italien, im Iran und in Südkorea. Aber hier sieht man kaum, was in der rechten, unteren Ecke passiert. Tatsächlich gibt es Dutzende weitere Länder mit exponentiellen Wachstumsraten. Darunter auch Deutschland. Ab einer gewissen Schwelle verdoppelt sich in Ländern alle zwei Tage die Zahl der Fälle. Dauern diese hohen Wachstumsraten auch nur für eine Woche an, sehen die Prognosen so aus. Wie verhindert man ein solches Wachstum? China stand Ende Januar da, wo viele andere Länder jetzt stehen. Heute hat das Land die Ausbreitung des Virus aber größtenteils unter Kontrolle. Die grauen Balken sind die tatsächlichen Infektionen in Hubei. Das ist die chinesische Provinz, in der alles anfing. Diese Balken basieren auf Patientenaussagen, wann ihre Symptome begannen. Zu diesem Zeitpunkt waren diese Personen also noch keine registrierten Fälle. Das sind die orangenen Balken. Einfach gesagt, jemand geht am Freitag zum Arzt, obwohl die Person schon seit Montag infiziert ist. Bis zum 22. Januar wurden offiziell nur 444 Fälle in Hubei festgestellt. Dabei waren es in der Realität bereits ca. 12.000. Das sind 27 Mal mehr. Einen Tag später wird die Millionenstadt Wuhan komplett abgeriegelt. Einen Tag darauf 15 weitere Städte in der Provinz. Damit befanden sich effektiv insgesamt 68 Millionen Menschen in Quarantäne bei bis dahin nur knapp 1000 bestätigten Fällen. Kurz nach der Abriegelung von Wuhan und der anderen Städte brach die Zahl der tatsächlichen Neuerkrankungen umgehend ein. Die Zahl der registrierten Erkrankungen danach mit Verzögerung ebenfalls. In Deutschland gibt es Stand 13.03. 3.675 bestätigte Fälle, davon 8 Todesfälle. Das sind die registrierten Infektionen. Wir wollen aber wissen, wie viele Menschen tatsächlich derzeit infiziert sein könnten. In seinem Artikel schaut Pueo sich die Todesfälle an und errechnet über die Sterblichkeitsrate und die Verdopplungsrate des Virus einen Wert für die tatsächlich Infizierten. Der würde in Deutschland bei 8 Todesfällen dann schon bei ca. 5.700 liegen. Das ist natürlich nur ein theoretischer Wert, basierend auf Ländern mit ganz unterschiedlichen Gegebenheiten. Dennoch, die tatsächlichen Fälle und die Dunkelziffern sind mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, als die offiziellen Zahlen widerspiegeln. Selbst wenn der Faktor von tatsächlichen zu registrierten Fällen in Deutschland nur ansatzweise so hoch ist wie der in Hubei zu Beginn des Ausbruchs, könnte es hier bereits Zehntausende tatsächlich Infizierte geben. Die enorm hohen Wachstumsraten sprechen ebenfalls dafür. Die Sterblichkeitsrate misst, für wie viele der Infizierten das Virus tödlich endet. In gut vorbereiteten Ländern wird diese Rate nach Prognosen von Pueo langfristig irgendwo zwischen 0,5 und 0,9% liegen. Länder, die wie Italien und der Iran überwältigt wurden, werden sich voraussichtlich zwischen 3% und 5% einpendeln. Anders gesagt, Länder, die schnell reagieren, können die Sterblichkeitsraten deutlich senken und Leben retten. Ein gutes Beispiel ist hier Singapur. In dem Stadtstaat wurde die Ausbreitung erfolgreich eingedämmt. Circa 80% der Infektionen mit Covid-19 verlaufen harmlos. Knapp 20% benötigen einen Krankenhausaufenthalt. Ein Viertel dieser Fälle braucht Intensivpflege.
In Italien sind Intensivstationen bereits heute überfüllt und das Gesundheitssystem ächzt unter dem Druck. Es gibt noch keine Impfung für Covid-19. Aber wir können einiges tun, um die Infektionen zu verzögern. Wir müssen die Infektionsrate senken und die Kurve der Fallzahlen so abflachen. Die Gesamtanzahl der Patienten bleibt dabei die gleiche, sie verteilt sich nur über einen längeren Zeitraum. So würde das Gesundheitssystem deutlich entlastet werden. Krankenhäuser hätten dann ausreichend Kapazitäten, sich um Erkrankte zu kümmern. Die Anzahl der Todesfälle würde mit hoher Wahrscheinlichkeit drastisch sinken. Parallel könnte man Medikamente testen und einen Impfstoff entwickeln. Die wichtigste und effektivste Schutzmaßnahme ist soziale Distanz. Leute müssen zu Hause bleiben, keine öffentlichen Türklinken mehr anfassen, sich nicht mehr auf den Gängen im Betrieb ins Gesicht husten. So verhindert man am besten, dass sich noch mehr Leute anstecken. Unternehmen sollten jetzt reagieren und Homeoffice anordnen. Schulen sollten schließen und Privatpersonen sollten auf das nächste Mal feiern gehen verzichten. Sorry. Je länger man damit wartet, desto länger muss man am Ende zu Hause bleiben. Die Zahl der Infizierten steigt rapide an, das Problem wird exponentiell größer und damit immer schwerer zu lösen. Alte und immunschwache Mitmenschen werden dadurch immer mehr gefährdet. Jeder Tag zählt.